Moin Leute, Devex hier und willkommen zurück zu Overwatch. Was Besseres ist mir diesmal nicht eingefallen. Aber zwei coole Dinge. Erstens, mein Bein ist gerade eingeschlafen. Und zweitens, sehr zu empfehlen, checkt niemals, wie groß euer Festplattenspeicher ist, bevor ihr aufnehmt. Könnte passieren, dass die Aufnahme einfach abbricht und es euch nicht auffällt. So wie gerade eben bei dieser tollen Overwatch-Runde. Aber okay, die kann jetzt alles wieder gut machen, ja. Nuke, fucking Nuke. Ich liebe diese Map. Ey, cool, Warlock. Das ging schnell. Was war das denn gerade, Mann? Du ziehst dich. Hast du von dem Gegner erwartet, dass er irgendwie über den roten Container drüber springt oder was? Du darfst nicht zu viel von den Gegnern erwarten, Mann. Wenn du schon Walls, dann halte ich auch an die Regeln, ja? An den Warlaker Ehrenkodex. So, die Aufnahme ist gerade abgeschissen, was natürlich total cool ist. Jedenfalls, worüber haben wir geredet? Ganz genau. Der Warlaker Ehrenkodex. Es gibt genau zwei Regeln. Die erste wäre, man spricht nicht über den Warlaker Ehrenkodex. Die zweite ist, man darf nicht zu viel von den Gegnern erwarten. Und scheinbar auch nicht von dem Warlaker. Wo ich das nun weiß, das ist vollkommen unwichtig. Lass erstmal den Teammate vor. Einwandfrei. Das ist Teamplay vom Feinsten. Der Mitspieler geht vor, um die Gegner quasi vorzulocken, ja. Sich als einziges Ziel anzubieten und dem Gegner zu erzählen, okay, Dude, hier ist keiner mehr, hier bin nur ich, kill mich. Und dann hast du gewonnen. Und währenddessen schleichen die anderen zwei raus. Und bam, 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 bam. So funktioniert CSGO, Leute. So funktioniert CSGO. Man flasht einfach den Gegner und kriegt dann selbst nicht gekillt. Und weiß auch gar nicht, wie man Waffen aufhebt. Wir haben es hier also mit der Elite zu tun. Tja, blöd, wenn man halt auch kein Nade-Throw-Hack besitzt, ja. Das war die schönste Granate, die ich je gesehen habe. Nicht nur weiß er, dass da jemand stand, sondern da steht allgemein nie jemand. Und da ist auch eine Wand. Aber hey, das ist doch vollkommen egal. Es gibt gar keine Wände. Wir alle sind Blumenkinder. Das ist auch keine Decke. Da kann man durchschießen. Danke, Mann! Au, au! Ja, ne? Da hat auf jeden Fall der Burst einwandfrei gesessen. Also, ich rede von dem Burst des Gegners. Ich habe noch nie eine Smoke gesehen, die so präzise platziert wurde und so viel gewirkt hat. Das war nicht mal eine deutsche Aussage. Aber hey, das ist vollkommen egal. Ich bin stolz auf dich. Das hast du wunderschön gemacht. Das war natürlich auch nur Zufall. Oh, the Chance Knife! The Chance Knife! Es ist das Chance Knife! Fodder wäre stolz auf dich. Würde er das sehen. Wow. Soll ich weinen? So. What? 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 Nein.